Vorbereitungen zu meinem wohl außergewöhnlichsten Einsatz im Namen der Liebe. Flossen um die Schulter werfen, denn gleich geht es hoch hinauf für mich. Als Sternzeichen Fische wurde mir die Berufung quasi in die Wiege gelegt. Hier in 3 Metern Höhe kann ich schon das Paar sehen. Ferdi Berinci und Dilek Özdemir. Sie ist noch völlig ahnungslos, was gleich passieren wird. Letzte Überprüfung der technischen Geräte. Letzte Besprechung. Ich fühle mich munter wie ein Fisch im Wasser. Und auch das Fernsehen ist natürlich mit von der Partie. Das ist meine Dienstkleidung. Eben typisch für Fische. Ich freue mich schon sehr und bin ganz aufgeregt. Meine Kollegen sind natürlich auch schon vor Ort. Aber jetzt muss ich runter. Lage unter Wasser überprüfen. Schon geht es los. Denn nicht nur die künftige Braut weiß von nichts, auch die Gäste sind natürlich völlig ahnungslos. Also erstmal ein kleines Ablenkungsmanöver von mir. Eine Showeinlage als Nixe. Denn irgendwie müssen wir ja den Gästen und insbesondere Dilek Özdemir die vielen Fernsehkameras erklären. Ich drehe meine Runden, putzmunter wie ein Fisch im Wasser. Einmal komplett ausatmen. Das ist die schwierigste Figur. Denn normalerweise brauche ich 12 Kilo Blei, um überhaupt runterzukommen. Denn Salzwasser hat einen immensen Auftrieb. Hier mache ich das nur durch Austarieren und eigene Körperbeherrschung. Das, was so leicht aussieht, ist in Wirklichkeit hartes Training. Mal schauen, wo das künftige Brautpaar sitzt. Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Himmel nochmal, ist das ein großes Aquarium, vor dem ganz viele Leute sitzen? Also wo waren die beiden doch gleich nochmal? Ich tauche erstmal ab und mit neuen Eindrücken wieder auf. Ich bin total nervös. Wahrscheinlich noch mehr als Ferdi Berinci. Wie wird sie wohl reagieren? Wird sie seinen Antrag annehmen? 1000 Gedanken schießen mir jetzt durch den Kopf. Egal, ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich tauche ab im roten Glückskleid. Rot, die Farbe der Liebe. Ich begrüße die Gäste und tue so, als sei ich rein zufälligerweise dort. Ist natürlich alles Tarnung. Einmal winken zum Nachbartisch. Aha, da habe ich sie entdeckt. Ich war noch viel aufgeregter, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Dilek jetzt sagen würde, ja, die liegt bei 50%. Aber genauso gut hätte sie auch Nein sagen können. Die Wahrscheinlichkeit wäre auch 50% gewesen. Also für mich die besondere Herausforderung, etwas ganz Romantisches für die beiden zu machen. Die Mission lautete, ein Paar unter Wasser zusammenzubekommen. Oh, mein Muscheltelefon klingelt. Ja, ich bin schon da. Eine Nachricht? Oh. Ich glaube, ich habe da gerade eine Nachricht zugesteckt bekommen. Mal schauen, was da wohl draufsteht. Langsam lüfte ich das Geheimnis. Es ist der Antrag. Ferdi Berinci hält um die Hand seiner Freundin Dilek an. Und sie sagt ja. Die Gäste freuen sich mit dem Paar. Rote Rosen als Zeichen der Liebe.
Ferdi Berinci steckt ihr die Verlobungsringe an. Und Ferdi ist jetzt bestimmt so ein Stein vom Herzen gefallen. Naja, und mir erst einmal. Da habe ich eine schöne Ehe unter Wasser gestiftet. Wir wünschen dem Paar alles Gute für die Hochzeit. Eben so viel Glück und Segen wie Tröpflein, die vom Himmel regnen. Diesen Tag werden die beiden wohl sehr lange in Erinnerung behalten. Und ich bin glücklich wie ein Goldfisch, dass dieser Heiratsantrag geklappt hat.